Hallo, Jutta. Die ganzen Zivilisten sind tot, entführt oder untergetaucht. Keine Sonntagsfahrer mehr. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Far Cry 5. Ne, ich wollte eigentlich noch einen Partner wieder dazu holen. Spur, das lässt dich in hohem Gras unauffindbar werden. Siehst du das in 3 Minuten? Feuerfreie Angriffe sind jetzt besonders brenzlig. Resistenz gegenüber den meisten Explosionen und Einschlägen. Sollen wir den mal mitnehmen? Ach komm, nehmen wir den mal. Ich bin unterwegs! Ja, wir sind zwei wie Tango und Cash. Ärsche treten und Muschis flachlegen. Ich meine natürlich nur, wenn das dein Ding ist. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass... weißt du was? Ich halte jetzt die Klappe und gehe los. Ich liebe das Wetter in Montana. Die Luft fühlt sich hier so leicht an. Gut, er hat ein Auto. Einsteigen. Ich sag nichts dazu, was er gesagt hat. Okay, ich kann losgehen. Ich hab mich noch nie angeschnallt. Ich fange auch nicht damit an. Hast du Pech? Die Peggys wollen's dreckig? Ich geb's ihnen dreckig. Die Peggys wollen rumballern? Ich geb ihnen rumballern. Ratatat. Kann gleich losgehen. Nein. Das war's. Ich wollte doch nur wenden. Oh, er kommt. Ich weiß nicht, wohin. Ja, Trucks. Ja, das ist so eine Sache mit den blöden Trucks. Ah, Pepperversteck? Wie? Hier? Sicher? Nö. Echt? Nee, das war jetzt... Das war Veralberung. Hier ist kein Prepper-Versteck. Das war eine Fehlinformation. Oh. Oder was ist das für ein Zeichen? Sind die jetzt ersoffen und ich muss warten, bis sie... Nein, oder? Ja, denn... Voll. Ah ne, da kommen sie. Feuer, die ich sehe, machen mich echt traurig. Ich kann mir ja nicht ständig einen runterholen, weißt du? Alles klar. Er hat den Wagen aus dem Teich geholt. Okay. Aber wirst du meine Straße benutzen, oder? Wir sind... Lass mich... Die Musik ausmachen. Ja, geil, dreh die Mucke auf. Aber nicht diesen Peggy-Scheiß. Gut, fahr mal bis die Straße entlang. Halte die Augen offen, sie ist hier. Ah! Ah! Was gibt's denn im Kampf? Warte, ich Schätzchen. Ah!
sind im seinem Gebiet. Nee, das. Auswechsel! Mach, was du willst, Jo! Fahr, fahr! Jetzt wartet mal. Achso, ich dachte, das wäre so ein Drogending. Ich fahre. Bin drin. Ja, 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 los geht's! Ich hab die jetzt nicht gelootet. Mach los. Gleich dampft ihr die Kacke! Ich habe Flugzeuge und explodierende Bomben. Wir machen wohl was richtig. Hey, Deputy. Ich versuch's mal da drüben. Passt auf mich auf! Er ist im Konflikt mit sich selber. Hey, hier, du nimmst mein Auto. Na komm schon, ich bin bereit. Was ist mit dir? Was? Früher hat Mike immer mit seinem Auto angegeben. Ein echtes Monster. Jetzt ist er tot und ich würde mir die Kiste gern vom Sunrise Dreschplatz holen. Und damit alle Peggys, die ich sehe, in Grund und Boden fahren. Ich bin higher als eine Giraffe in Jamaika. Stress dich nicht. Aber ich will erst mal... Es geht nicht. Ja, wir fahren wieder hier zurück. Das ist doch das Gebiet von Faith. Also. Sie haben eine Spritztour. Moment. Richtig. Ja, irgendwie. Ich werde dich. Ich will eine Kreuzung. Ich gehe darüber. Wir bewegen weniger Schwein. Hey, ich kann dich sehen. Ich dich auch. Du hast mir den Arsch gerettet. Schätze, man kann ruhig groß sein. Du wirst mich nie allein in einem Zimmer mit John erwischen. Fuck, niemals. Bei dem Typen gruselt's mich. Okay. So. Die Sünde ist allgegenwärtig. Sie treibt uns zu unaussprechlichen Taten. Ich kenne das Gefühl, das dich antreibt. Interessiert mich nicht, was du sagst. Wir es gerade überlegen. Aber ich kann dir helfen. Ich habe mich noch nie angeschnallt. Ich kann die Sünde abwaschen. Ich kann deine. Der labert, hm? Und wir fangen wieder hin. Es wird schwierig und es wird schmerzhaft. Aber es wird sich lohnen. Meine Leute sind auf dem Weg zu dir. Sie werden dich zu mir bringen. Kämpfe nicht! Denn je stärker du dich wehrst, desto gründlicher werden wir deine Seele schrubben müssen. Was ihr getan habt. Schaltet es euch an. Dann fühlt ihr euch verloren.
passen. Das hoffe ich. Da ist ein Boot, aber wir haben doch alle Boote schon. Ich will doch nur hier hoch. Wieso brennt das jetzt nicht? Fort. Dinge zerstört von ihm. Aber ich will ja gar nichts auf seine Seite machen. Ich dachte schon, ich treffe meinen Schöpfer. Die Sünde ist allgegenwärtig. Sie treibt uns zu unaussprechlichen Taten. Ich kenne das Gefühl, das dich antreibt. Ich kenne es aus persönlicher Erfahrung. Aber ich kann dir helfen, Deputy. Ich kann die Sünde abwaschen. Ich kann deine Seele reinigen. Ja, ja. Es wird schwierig und es wird schmerzhaft. Aber es wird sich lohnen. Meine Leute sind auf dem Weg zu dir. Sie werden dich zu mir bringen. Kämpfe nicht, denn je stärker du dich wehrst, desto gründlicher werden wir deine Seele schrubben müssen. So. Rücke vor, deckt mich. Ohne die neueste Datenbrille. Und dann brauchen wir eine neue Tasche für all diese Dinge. Und natürlich brauchen wir auch, ja, wir brauchen noch gestreamte Musik und gestreamtes Fernsehen, gestreamte Filme, gestreamte Nachrichten, gestreamte Meinungen, gestreamte Wahrheit und gestreamte Lügen. Und oh, mein Leben. Bitte rettet mich. Ich bin tot. Ich bin am Arsch. Helft mir mal. Ja, alle sind am Popo. Ja, kommt doch, wenn man so lange die Far Cry nicht mehr spielt. Also, nochmal
In Ruhe. Außenposten. Unten. Okay. Da, da unten! Ich rück vor. Bin unterwegs. Da bist du ja. Rücke vor, deck mich. Am Leben. Ich will leben. Ich will leben, bitte. Am Leben. Ich auch. Ach, wir sind nicht mehr zu dritt. Ja, toll. Dann holen wir uns jemand anderes jetzt noch dazu. Reingeboren. Folge dem Pfad und finde diese Reinheit wieder. Bla bla. Nettes Kleid. Ständig vors Gesicht, unaufhörlich und finden kein Motiv.
von den Schmerzen und Qualen herum. Schließlich müssen wir schnell die Fotos bekommen. Oh. Ja, ich auch. Ja, unentdeckt. Sehr schön. Unentdeckt. Wenigstens etwas erreicht in diesem Part. Gut. Ich werde ein bisschen hier. Dann check mal das Spiel hier. Hey, Kuckel. Hallo, Ma'am. Jetzt gehört das. Ich habe Peggys mit großen Chemikalienfässern in Richtung Elk Jaw fahren sehen. Wahrscheinlich verwandeln sie damit noch mehr Wölfe in Judges. Wir müssen sie aufhalten. Okay. Achtung! Hilfe! Irgendwer! Weitermachen! Sprich deine letzten Worte, Arschloch! Sorry, Ma'am. Das Spiel ist grandios. Du kannst mit deinen Freunden spielen. Ich bin unterwegs. Halt dir das Scheiße! Ach, okay! Wir looten uns aus. Hilfe! Keine Ahnung, was sie verbunden haben. Voll. Ja. Jetzt geht's los. Was geht los? Ich weiß gar nicht, was ihr habt hier. Gibt es hier keinen Verkaufsplatz? Doch, da. Hey Kumpel, gibt's irgendwas Spannendes? Ich will was kaufen, und zwar Munition. Schön Musik. Sorry, tut mir leid. Und du? Diese Peggys haben unseren ganzen Sprit gestohlen. Sie haben die Vorräte abgepumpt und damit ihre Tanklaster befüllt. Also musst du für uns einen stehlen und hierher zurückbringen. Ich habe gerade erfahren, dass einer beim alten Diner steht, die Straße runter. Für einen Wiederaufbau müssen die Zapfsäulen funktionieren. Wir sorgen für die Sicherheit der Raststätte. Du bringst uns das herrliche Benzin. Ja. Voll tanken. Ja, ja, okay. Ich soll immer alles machen. Ich wollte aber was ganz anderes. Ich weiß gar nicht mehr was. Ich bin hier überhaupt in der Region falsch. Der Wagen ist auch blöd. Will ich auch nicht haben. Ich rück vor. Ach, nimm doch den hier. Hier, oder? Ja. Los geht's. Jetzt Karte bitte noch mal. Hier so ein Krimskrams alles durcheinander hier gemacht. Aber wir sind ja auf dem richtigen Weg. Wir fahren wieder
zu Faith. Auch kein Truck. Mensch. Ja, schade. Vier Stück müssen wir noch. Aber... Jetzt hol ich dich! Bitte, lass mich hier nicht zurück. Danke. Ich habe schon mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Hab das Ziel gesichtet. Oh, wir haben sie bald geknackt. Ich gehe darüber. Beweg dich, glaube ich habe was. Ich sehe sie. Jetzt gibt's Sünder, ihr Sünder. Ich habe keinen Sichtkontakt zum Ziel. Und? Bombe in der Luft! Bremsweise! Hab ich gehört! Ich blockiere den Gegner! Okay! So, kommt. Steigt ein. Bin drin. Fahren wir los. Hole mir das Ziel. Oh, fuck! Die haben mich! Oh, nein. Okay, wir beenden den Part. Die beiden sind auch verletzt. Ja gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, adios.